Leere Schulen, Kneipen oder Spielplätze. Corona-Maßnahmen, die in Erinnerung bleiben. Dazu auch noch Diskussionen über eine Impfpflicht. Im Sommer hegt auch der Bundeskanzler Zweifel, ob das alles nötig war. Es hat ein paar Entscheidungen gegeben, die drüber waren. Also warum man zu bestimmten Zeiten nicht draußen spazieren gehen konnte, wenn man eine Maske trug und niemandem begegnet im Wald. Das habe ich nicht verstanden. Doch wie aufarbeiten? Verschiedene Modelle waren in der Diskussion. Zum Beispiel ein Bürgerrat oder eine Enquete-Kommission. Doch die Verhandlungen in der Ampelkoalition dazu sind nun gescheitert. Die Grünen sehen die Schuld dafür bei SPD und FDP. In einer schriftlichen Stellungnahme von Fraktionschefin Hasselmann heißt es: Unseren beiden Koalitionspartnern ist es nicht gelungen, hinsichtlich der von ihnen präferierten Instrumente der Aufarbeitung zu einer Einigung zu kommen. Ich bedauere das sehr. Der Konflikt. Die SPD wollte eine breite Aufarbeitung und dabei auch in starkem Umfang Landes- und Kommunalpolitik beteiligen. Dazu war die FDP offenbar nicht bereit. Jeder erinnert sich an die Entscheidungen und unterschiedlichen Entscheidungen in den Ländern. Gerade da ist es wichtig, dass wir zusammen am Tisch sitzen, um uns für die Zukunft gut aufzustellen. Die FDP wollte heute dem ARD-Hauptstadtstudio nichts zum Thema Corona-Aufarbeitung sagen. Dafür aber Jutta Almendinger, designiertes Mitglied im neuen Ethikrat. Für sie ist die gescheiterte Aufarbeitung auch eine verpasste Chance, sich um die aufgerissenen Wunden in der Gesellschaft zu kümmern. Zumindest sie etwas zu schließen. Ob man sie ganz heilen kann, weiß ich nicht. Aber nicht mal den Versuch zu unternehmen, sie zu schließen. Das finde ich für unsere Gesellschaft, die gerade jetzt ja ein Vertrauen braucht in die Regierung, das fatalste Zeichen. Das Scheitern bedeutet aber nicht, dass es keine Aufarbeitung gibt. Schon jetzt laufen verschiedene Projekte. Eine zentrale Aufarbeitung im Bundestag kommt aber frühestens nach der kommenden Bundestagswahl.